Eines Tages unterhielt sich Spencer mit dem dicken Kontrolleur. Wissen Sie, Chef, diese Depots, die Sie hier anbieten, die sind ziemlich unkomfortabel, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich kann kaum schlafen. Und wie Sie sehen, habe ich ziemliche Augenringe. Sehen Sie, Chef? Na gut, Spencer, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde mich darum kümmern. Geh du jetzt erstmal zurück an deine Arbeit. Ja, klar, Chef, sagte Spencer und machte sich los, um Passagierzüge zu ziehen. Und der dicke Kontrolleur hielt sein Wort. Noch am selben Tag ließ er alle seine Lokomotiven versammeln, mit der Ausnahme von Thomas, der ja noch in der Werkstatt war. Nach seinem Unfall hatte er ziemlich viele Schäden und musste nun repariert werden und sogar komplett neu gebaut. Ruhe, rief der dicke Kontrolleur, obwohl überhaupt niemand sprach. Also, Spencer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Depots ziemlich unkomfortabel sein wollen. Und deswegen habe ich vorgehabt, hier im Rangierbahnhof einen Ringlochschuppen zu bauen, dort wo diese Drehscheibe jetzt ist. Versteht ihr? Das einzige Problem ist, dass mein Budget nur für 5 Buchten gereicht hat. Für nur 5 Buchten, Chef? Sagte Edward. Wir sind um die 10 Lokomotiven. Chef, sag mal, was haben Sie sich denn von diesem Geld überhaupt gekauft? Nur ein paar notwendige Kleinigkeiten. Wie dem auch sei. Nun müsst ihr aussuchen, welche 5 Lokomotiven in dem Schuppen übernachten dürfen und welche nicht. Also, wir diese Lokomotiven brauchen keinen Ringlochschuppen, nicht wahr? Sagte Diesel und die anderen stimmten ein. Also, ich würde gerne mit Dougie in einem Schuppen bleiben, sagte Donald. Möglicherweise könnten wir ja beide in den Schuppen. Also, ich wäre gerne mit Spencer zusammen in einem Lokschuppen, weil wir ja beide die Hauptstrecke befahren, sagte Emily. Na klar, Emily, aber dann doch lieber ein Schuppen für uns beide alleine, wo uns niemand stört. Ich würde gerne in dem Ringlochschuppen, meinte Henry. Und ich erst, sagte Ben. Ich will da unbedingt rein. Das hört sich eigentlich ganz nett an, in einem Ringlochschuppen mit 4 anderen guten Freunden zusammen. Also ich wäre da sehr gerne drin. Ja, dann passt es doch, sagte Henry. Ich, Donald, Douglas, Edward und Ben in einem Lokomotivschuppen. Das wär's doch. Naja, ihr müsst allerdings noch bedenken, dass Thomas wahrscheinlich auch in den Schuppen will. Also müsst ihr euch aussuchen, welche Lokomotive dann seine Bucht Thomas gibt. Aber egal, jetzt bauen wir erstmal den Schuppen, okay? Fahrt los und holt Material, sagte der dicke Kontrolleur und alle Lokomotiven machten sich auf den Weg. Sie waren alle sehr aufgeregt. Weißt du, Edward, sagte Henry, sollte Thomas in den Lokschuppen wollen, dann sollte er deine Bucht kriegen. Du bist schon zu alt. Also wirklich, Henry, das ist unverschämt, so etwas zu sagen, sagte Edward. Donny, sagte Douglas, sollte einer von uns seine Bucht verlassen und Thomas übergeben, dann verlassen wir sie beide. Will ich wirklich in einem Depot übernachten mit Lokomotiven, die alle viel größer sind als ich? Na klar will ich das. Und die Arbeiten gingen schnell voran. Alle Lokomotiven arbeiteten so schwer sie konnten. Gleise wurden verlegt und Wände gebaut.